Hallo ihr Lieben. Ja, das ist mein Lesemonat Juni. Ich habe gelesen 9 Bücher. Eins davon habe ich abgebrochen. Und insgesamt waren das 2591 Seiten mit 86,36 Seiten pro Tag. Allerdings habe ich ein Buch nicht mitgezählt, also die Seitenzahl. Warum, erkläre ich euch gleich. Wie schon gesagt, ich habe ein Buch abgebrochen. Warum, erkläre ich euch auch gleich. Ja, das mit der Seitenzahl ist ja immer so eine Sache, weil die Bücher sind unterschiedlich groß und sie sind weiter, also die Schrift ist unterschiedlich groß gedruckt und etc. etc. Aber naja, damit man so eine genaue, also ein bisschen Einblick erwägt. Ja. Also angefangen hat mein Lesemonat mit Close-Up von Heike Abidi. Aus dem Pink Verlag, hat 190 Seiten. Ich habe dem Buch 4,5 Sterne gegeben und sage da jetzt nicht mehr viel zu, denn dazu habe ich ein Rätsel gedreht, die ich euch da unten in der Infobox verlinke. Dann habe ich gelesen Gegen die Angst, Face Your Fear von Regine Storke aus dem Oettinger Verlag. Das Buch hat 365 Seiten. Ich möchte dieses Buch nicht bewerten, denn es ruht auf einer wahren Geschichte. Also diese Regine Stöcke ist ein Mädchen, was mit 16 oder 17 an Leukämie erkrankt ist und schreibt einen Internetblog, der hier einfach nur als Buchform rausgebracht worden ist. Und man kann einfach sowas nicht bewerten. Selbst wenn ich 5 Sterne dafür geben würde, würde ich es noch zu wenig finden für diesen Mut, dieses Mädchen aufgebracht hat, wo sie krank im Bett lag und Leute versucht aufzurütteln, dass man sich testen lassen soll, ob man Knochenbankspender werden kann und. Es ist ein sehr bewegendes Buch, teilweise etwas schwere Kost, weil halt sehr viele Verausdrücke vorkommen, die diese Krankheit mit sich hat. Aber ja, das habe ich gelesen und es hat mir sehr gut gefallen. Dann habe ich gelesen Die wilden Hühner und das Leben, denn mir ist aufgefallen, ich habe früher alle wilde Hühnerbücher verschlungen, nur dieses nicht. Ich halte euch stellvertretend die DVD in die Kamera, denn ich besitze das Buch selber nicht. Ich hatte es mir von einer Freundin ausgeliehen. Und ich glaube, ich habe das Buch nicht gelesen, weil es erstmal von einem anderen Autor war. Und dann kam ja der Film sozusagen daraus und das Buch basiert ja praktisch auf dem Film. Und ich wollte mir den Film einfach nicht versauen. Es sind trotzdem ein paar Sachen anders, wie im Film. Natürlich, ja, hatte ich schon gesagt, dass das Buch 234 Seiten hat? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich dem Buch 4,5 Sterne gegeben. Es ist einfach eine wilde Hühnergeschichte und es ist ganz cool, dass man damit praktisch groß werden kann mit den Büchern, denn in dieser Geschichte sind die Hühner ja schon sehr erwachsen, sag ich jetzt mal. Und dann habe ich gelesen Für immer vielleicht von Cecilia Ahern. Das Buch hat 443 Seiten, ist aus dem Fischer Verlag und es hat mir sehr gut gefallen. Ich mag Bücher sehr gerne, die in dieser Brief- und E-Mail-Form geschrieben sind, wie das auch bei Pyjama um 3:30 ist. ja, ich habe dem Buch 4,5 Sterne gegeben, weil mir noch so ein kleiner gefehlt hat. Aber ansonsten ein sehr, sehr schönes Buch. Und ja. So, und dann kommt das Buch, was ich abgebrochen habe, nach 100 Seiten. Und zwar hat meine Mama mir das vom Trödelmarkt mitgebracht. Und das ist Meine 30 Lippenstifte und ich von Sibylle Weichenberg. Ich fand den Titel, hörte sich total witzig an. Und dann lese ich dieses Buch. Und es fängt an damit, dass eine Frau im Skiurlaub ist. 20 Seiten weiter ist die Frau auf einmal wieder zu Hause. Und so sind das alles so ganz merkwürdige Kurzgeschichten, die lustig zu sein scheinen, es aber nicht sind und so gezwungen lustig sein sollen, aber es halt nicht sind und
plötzlich tauchen irgendwelche Personen auf, die alle auch noch denselben, also einen ähnlichen Namen haben und man blickt überhaupt nicht mehr durch. Und dann habe ich mir bei Amazon die Bewertungen durchgelesen und sie sind alle einig mit meiner Bewertung. Also ich habe nur bis Seite 100 gelesen, weil ich konnte es einfach nicht. Und wenn ich Bücher nicht lesen kann, dann breche ich sie ab. Hat jemand von euch das Buch vielleicht gelesen und oder seid ihr da meiner Meinung oder nicht? Möchte dieses Buch vielleicht jemand haben? ja, ich fand es einfach nur grausig. Und das habe ich eigentlich bis jetzt von keinem Buch gesagt. Also selbst wenn ich Bücher abgebrochen habe, dann gefiel mir vielleicht der Schreibstil oder so, aber es, nee. Totale Enttäuschung. Ja, dann habe ich gelesen Uptown Groove New York mit 196 Seiten. 4,5 bis 5 Sterne gibt es auch eine Rezi von mir. Und deshalb sage ich da nicht viel zu und verlinke euch das Ganze in der Infobox. Ja. Upsi, jetzt habe ich meine Kamera angestupst. Dann habe ich gelesen Des Wahnsinns fette Beute. Und dieses Buch war echt eins meiner Monats-Highlights. Ich fand es zum Brüllen komisch. Es ist super witzig teilweise. Es sind halt immer so Interviews mit bekannten Leuten aus Film und Fernsehen und etc. etc. Und es wird über die Macken dieser Leute ausgefragt. Und während ich dieses Buch gelesen habe, was übrigens 488 Seiten hat, habe ich mir eine Liste gemacht mit Macken, die mir noch aufgefallen sind. Und jetzt hätte ich viel mehr Fakten für meinen 50 Random Fact Tags gehabt, hätte ich das Buch mal vorher gelesen. Es ist von Hella von Sinn und Cornelia Schell geschrieben. Und wer sich für, wer lustige Bücher mag und oder halt nur einen der Leute cool findet, die ich hier vielleicht ein Interview gegeben habe, der sollte sich das Buch unbedingt mal angucken. Es ist teilweise zum Brüllen komisch. Also zum Beispiel befragt worden sind Dirk Bach, der ja leider verstorben ist, Olivia Jones, wer ist denn noch? So Gabi Köster, Ralf Morgenstern, Barbara Schöneberger, Jürgen von der Lippe und. Ja, also ich fand's richtig cool. Und deshalb hat es halt auch von mir 5 Sterne bekommen. Und ich überrede meine Mama gerade, das Buch zu lesen. Ja, dann habe ich gelesen Abibal von Gwen Tiff Minte aus dem Pink Girl Verlag. Ich hatte von ihr ja Hollywood Feeling, heißt das Hollywood Feeling? Ja, gelesen, was ich ja so gut fand, weil es so realitätsnah war, was ich über das Buch nicht wirklich sagen kann. Denn es geht halt um diesen Abibal von diesem Mädchen. Und zwischendurch sind immer so Rückblenden in die Vergangenheit. Und teilweise sprechen die Lehrer mit der, als wäre die, weiß nicht, so unnahbar. Ich kenne keinen Lehrer, der Schüler so mit so reagieren würde. Oder teilweise ist es einfach total überzogen. Es ist ein schönes Buch für zwischendurch und vielleicht auch ein schönes Abiballgeschenk. Ich finde das Cover ja ganz schön. Ja. Also ein schönes Buch vielleicht so zum Abiball, zum Verschenken. Das Ganze hat 336 Seiten. Ich habe dem Ganzen 2 bis 3 Sterne gegeben. Ja. Also mein Monat war sehr durchmischt. Jetzt kommt das Buch, wo ich die Seitenzahl nicht mitgezählt habe. Das Ganze hat allerdings 216 Seiten. Und zwar ist das Choosing Lee von Jenna Oshkowitz. Ja, das Ganze ist ein englisches Buch und warum ich die Seitenzahl nicht mitgezählt habe, ich blätter mal durch, seht ihr, wie viele Bilder da drin sind und, ja, teilweise halt nur die Hälfte der Seite beschriftet ist und. Es geht um diesen Buch, teilweise ist es ein Ratgeber, wie man für sich selbst Glee, also Freude im Leben entdecken kann. Teilweise ist es ein Blick hinter die Kulissen von Glee und Fernsehserien wo, oder anderen Dingen, wo Jenna schon mitgespielt hat. Teilweise sind es Zitate aus von anderen Schauspielkollegen. Und teilweise ist es eine Biografie von Jenna.
Es ist also ein bunter Mischmasch und mir hat es sehr, sehr gut gefallen, weil ich mich einfach für dieses Thema sehr interessiere und deshalb habe ich dem Ganzen auch 5 Sterne gegeben. Ja, und das letzte Buch, was ich gelesen habe, war Entschuldigung, dass man mal ein bisschen geliebt werden will von Johanna T. Dell aus dem Oettinger Verlag. Ich finde diesen Buchtitel genial und das war, glaube ich, auch deshalb, warum ich dieses Buch haben wollte. Auf der Buchmesse habe ich mir den Rückentext, also den Klappentext durchgelesen und ich fand, es klang total gut. Es war nicht das typische, ich bin 12 Jahre alt und verliebt mich, sondern das Mädel war 17, glaube ich. Und ja, das Buch hat 239 Seiten. Ich habe es angefangen zu lesen und dachte mir so, hä? Zuerst einmal ist es in Gegenwart geschrieben und ich lese das einfach nicht so gerne, wenn das Ganze in Gegenwart geschrieben ist. Dann sind da teilweise Rückblenden drin, die aber auch in Gegenwart geschrieben sind, wo man dann nicht weiß, Moment mal, ist das jetzt gerade jetzt oder ist das Ganze jetzt schon passiert? Und teilweise denkt man, man hat irgendwas überlesen, aber man hat es nicht überlesen. Ich fand, mir hat der Schreibstil einfach nicht gefallen. Die Geschichte war eigentlich okay. Ich habe mir einfach wahrscheinlich zu viel versprochen und deshalb gebe ich dem Ganzen einfach nur 2 Sterne. Ja, das war mein Lesemonat. Wenn ihr zu irgendeinem der Bücher, die ich noch nicht rezensiert habe, eine Rezi haben wollt, dann schreibt mir das doch mal unten in die Kommentare. Auch wenn ihr vielleicht schon ein Buch gelesen habt, was ich diesen Monat gelesen habt, oder wenn ihr mir Bücher empfehlen könnt, schreibt es dort unten hin. Ich würde mich sehr, sehr freuen und das war's. Tschüssi.